Na dann mal los. Erledige die Angelutis. Ach, jetzt soll ich dann doch noch... Geht das vielleicht aus dem Auto? Ich möchte ungern aussteigen, mich gerade zu faul zu... krieg ich den letzten auch noch aus dem Auto? So, nicht aussteigen ist mir extrem sympathisch. Da hinten. Okay. Dann kann ich nicht hier durch den Park irgendwie. So, das sieht doch gut aus jetzt. Oh Mann, die Kiste geht aber auch nicht so gut im Park irgendwie. Ich hätte ein anderes Auto nehmen sollen. Hier steht ein Einkaufskorb einfach rum. Ein Einkaufswagen, korrekterweise. So, und jetzt müssen wir doch eigentlich nur noch hier mal irgendwo hinfahren, wo es halt eben gerade keine Jungs mehr gibt. So, zum Beispiel. Das muss doch vollkommen reichen. So, reicht das noch? Reicht das noch? Ja, das reicht. Sehr geil! Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir doch direkt mal hier zurück zum Zuhause. Oh, da ist ja ein Zuhause um die Ecke. Da speichern wir doch einfach mal da. Denn wir wollen ja möglichst schnell vorwärts kommen hier. Und wenn wir Gary anrufen. Oh, jetzt habe ich die Karre auch noch komplett komplett geschrottet. Es ruckelt jetzt hier gerade ein bisschen. Das sollte es so eigentlich nicht sein. Aber gut, wir werden es, glaube ich, irgendwie überleben, dass es ruckelt, wenn ich das gerade gar nicht schön finde. Hier war ich ja noch nie. Das kommt mir so unbekannt vor. Ich glaube, hier war ich auch wirklich noch nie. Oh, ein Billardtisch? Kann man da spielen? Nee. Das ist ja schade, warum habe ich einen Billardtisch und kann da nicht spielen? Na ja, gut, dann speichern wir mal. Ja, da ist der Spielstand. Und weiter geht's. Komm hier auf die Terrasse. Ah ja, ich erinnere mich, das ist ja hier Playboy X Menschen. Ne? Also hier mit dem Anzug ins Wasser. Können wir im Wasser? Ah, geil. Wer schreibt im Wasser? Nico, ruf mich an. Kohle, Batman, gewöhnlich. Okay. Nein, das sind so Nebenmissionen, für die wir jetzt einfach mal keine Zeit haben, beziehungsweise keine Zeit aufwenden wollen. Stattdessen würde ich sagen, wir schnappen uns einfach mal die nächste Mission von Gary. Die Karre ist ja nun Schrott, das heißt, wir brauchen einen neuen fahrbaren Untersatz. Oder hat die wieder Reifen hier? Nee, hier, du. Au. Ey. Das ist aber gar nicht sehr nett, alte Frau. Ja, immer schön höflich bleiben und so, ne? Sorry, man, but this is a carjacking. Richtig. Radio aus. So, jetzt einmal eben gucken. Wir wollen wieder zu Gary. Dann müssen wir hier mal so und so und so. Und dann vorwärts. Oh. Ja, und schon wieder geschrottet. Also im Auto kaputt machen sind wir echt verdammt gut. Ja, was mir gerade einfällt, was auf alle Fälle auch in Arbeit ist, aber dadurch, dass ich halt jetzt so mit dem Spiel so ein paar Probleme hatte, noch nicht wirklich weit gedrungen, ist ein, ja, Let's Show sozusagen. Oder ein Let's Show Best Of vielleicht auch, mal schauen. Ja, wo ich so ein bisschen
gebeten wurde oder ob ich ja gefragt wurde, ob ich nicht mal so ein paar Ecken im Spiel zeigen kann, die ja, wo man so Stunts machen kann und so ein paar Easter Eggs und sowas. Und ja, also ich habe da auf alle Fälle was im Plan. Aber das machen wir auf alle Fälle erst, wenn wir das Spiel durch haben. Einfach weil ich dafür ja überall hinkommen möchte. Und ich werde das dann auch so zusammenschneiden, dass man quasi ja die Wege dorthin dann jetzt nicht aus dem Video mit drauf hat, sondern ich werde quasi dann einfach immer nur die Ecken zeigen, wo es sich dann wirklich lohnt, was zu sehen. Und das dann entsprechend ja so ein bisschen kommentieren und ein bisschen Spaß haben. Und vielleicht werden wir uns auch ja kreative Methoden suchen, wie man sterben kann und sowas. Also da gibt es ja gar so viele Möglichkeiten hier. Aber dazu will ich mal noch nicht so viel verraten. Da ist auf alle Fälle ja was in Planung. Da werde ich dann auch mal schauen. Ja, wenn ihr dann natürlich Hinweise habt oder so, was ich unbedingt mal machen sollte, da ich kenne jetzt auch nicht alle Easter Eggs im Spiel, dann vielleicht einfach mal einen Kommentar oder eine PM an mich oder sowas. Einfach, dass ich da mal mir das mal vorher anschauen kann. Und ja, dann können wir natürlich die eine oder andere Sache einfach mal ausprobieren. Mal gucken, ob das dann alles klappt so oder nicht. Ja, was wir nicht machen werden, also da braucht ihr dann auch nicht fragen, sind diese Sammelaktionen. Also wir werden jetzt hier die Tauben nicht einsammeln und so Sachen, weil das ist einfach so endlos langatmig. Und da lohnt sich auch jetzt nicht 20 Folgen für zu machen. Deswegen machen wir das entsprechend nicht. Also es wird keine Komplettlösung. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Oh, there he is. The sophisticated European. I don't know about that. So, how are you? All right, yeah. Cage! Don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico, you made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, it'll chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Atta boy. Come on, I got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest, he's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelotti's have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Na toll. Jetzt ist der schöne Anzug weg. Ich hätte vielleicht in meine Geschäftsbedingungen schreiben sollen, dass ich nur mit Anzug arbeite. Also das sieht ja aus hier. Das geht gar nicht. Ja, können wir hier mal gerade mal ranzoomen? Nee, können wir nicht. Ach, Radio aus. Na gut. Ja, und im Motorradfahren bin ich natürlich genauso gut wie im Autofahren, wenn nicht besser. Nur das Problem ist, wenn ich mit dem Auto irgendwo gegenfahre, ja, dann bin ich nicht gleich tot. Mit dem Motorrad verhält sich die Sache minimal anders. Das kann dann schon mal richtig wehtun. Deswegen muss ich hier auf alle Fälle ein bisschen vorsichtiger machen.
Also vom Hinterrad zum Beispiel. Okay, wir müssen da hoch. Aber es sieht schon ganz nett aus hier so, oder Sonnenuntergang. Oder ist ein Sonnenaufgang? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es ist bestimmt ein Sonnenuntergang. So, es bleibt so offen, dass die mal alle schön auf ihrer Seite bleiben hier. Oh, 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 oh. Das ist jetzt gerade ein bisschen wow. Jetzt geht hier völlig berg runter. Bremsen. Wir wollen ja nichts riskieren. Und ihr merkt, es ist wieder wie immer, wenn ich mich konzentrieren muss, bin ich auf einmal leise. Ja, dann aber da nicht so viel, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist eben so. Man kann immer nur eine Sache so richtig. Also, nicht bei den Damen, die können immer mehrere Sachen, aber eben alle nur so ein bisschen und naja. Okay, wie auch immer. Ja, gucken wir mal. Fucking sneaky scumbag! Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it! What the fuck? We're going to the mattresses for sure! Warum hat der jetzt die schnellere Maschine? Warum fährt der freihändig los? Oh je, ich sehe schon, das wird spannend. Aue, verdammt, das habe ich befürchtet. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, 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 komm, lauf, lauf. Nimm die Maschine. Oh, heute noch. Super. Oh Gott, wo ist denn der Typ rumgefahren? Warte mal, nochmal, ob ich den mal da vorne sah. Oh. Ah, Motorradfahren ist echt so eine Sache. Oh, hätte ich das gewusst hier, dass der da wieder rumfährt. Das wäre jetzt echt was, was mit dem Gamepad garantiert 100-mal besser geht. Immer ein bisschen draufhauen hier. Oh, der ist... Oh, schöner Grafikfehler. Tunnel kannte ich bis jetzt irgendwie auch noch gar nicht. Schöner Schuss. Und das gibt Punkte. Sehr geil. So, dann rufen wir Gary erstmal an. Schön im Tunnel hier. Frankie Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Nice work. Real nice. I'll let Jimmy P know about that. I'll cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. I feel like the cops might knock down Ma's door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Yeah, thanks. Please, look after my family if I go inside. Mach ich, Junge. Erst nehme ich deine Schwester und dann ziehe ich mit ihr bei deiner Mutter wieder ein. Genau. So, dann mal raus hier. Stay in lane. Natürlich. Tja, dann wie immer erstmal schön speichern hier im Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ah, was natürlich schon ziemlich geil aussieht. Muss man dem Spiel schon lassen, es sieht gut aus. Ich finde auch nach wie vor, also jetzt auch so, dass es doch schon ein paar Jährchen alt ist, es sieht einfach irgendwie immer noch geil aus. Ich meine, ja, es ist kein Crysis, schon gar kein Crysis 2 oder sowas. Aber irgendwie die Gesamtheit, ich finde es irgendwie total genial. Weiß auch nicht.
Ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Spielegrafik hin, Spielegrafik her und immer noch realistischer und am besten so fotomäßig und so. Aber ich finde, man sollte dem Spiel immer noch ansehen, dass es ein Spiel ist. Also, wenn das dann wirklich so aussieht wie, ja, wie real, ja, ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch so Spaß macht. Oder vielleicht ist es auch schlicht und ergreifend, ja, weil die Hardware, auf der ich hier zocke, das halt einfach nicht bringt und ich bin da fürchterlich neidisch auf diejenigen, die es können. Das geht natürlich auch. Ja, so, jetzt hier, ne? Erstmal wieder umziehen. Wo ist denn hier das Umzieh? Umzieh, Umzieh, hier ist das Umzieh. Drücke E, na unbedingt. Wie kann ich denn meinen Anzug wieder anzäunen? Ah, wunderbar. Hatte ich da eine Brille auf? Drücke Blums, um die Brillen zu wechseln. Nee, das sieht komisch aus. Ja, dann hatte ich keine... Hatte ich auch Hüte? Hatte ich einen Hut? Ha, ja, nein. Abgelehnt. Okay. Das nehme ich so. Habe ich die Schuhe jetzt auch gewechselt? Ja, sehr geil. Okay, wieder ein Grafikfehler. Also gefühlt würde ich mal sagen, hier sind viel mehr Grafikfehler drin als früher. Komisch, komisch. Und das mit dem Update. Merkwürdig. Es sollten eigentlich weniger werden, nicht mehr. Aber gut. Wollen wir uns mal nicht unnötig aufführen und stattdessen einfach speichern.